Heute sind wir in Straßburg. Hauptstadt von Europa, Kunst- und Geschichtsstadt. Straßburg ist perfekt für einen Wochenendtrip. Wir haben für dich die schönsten Sehenswürdigkeiten und die besten Tipps. Straßburg in 5 Minuten. Wenn man mit dem Zug in Straßburg ankommt, wird man schon am Hauptbahnhof mit dieser überragenden Architektur überrascht. Ach ja, kurze Haare sind mal cool, haben wir uns bei diesem Video gedacht, aber der Friseur hat ein wenig übertrieben. Die Kathedrale Notre-Dame ist das Wahrzeichen der Stadt und ein Meisterwerk der Gotik. Der Grundstein wurde vor fast 1000 Jahren gelegt. Die astronomische Uhr ist ein Highlight, das du sehen solltest. Dann geht's hoch hinauf auf den Turm der Kathedrale. Nach 300 Stufen hast du vom Turm aus eine schöne Aussicht auf die Stadt und das Elsass. Wir schlendern noch ein bisschen durch die Altstadt. Und zum Mittag empfehlen wir einen leckeren Flammkuchen, ganz typisch elsässische Küche. Straßburg ist besonders schön in den Sommermonaten, aber auch im Winter ist die Stadt einen Besuch wert. Hier findest du nämlich den ältesten Weihnachtsmarkt von Frankreich. Mit dem Straßburg-Pass bekommst du viele Vergünstigungen und eine Bootsfahrt ist sogar auch mit drin. Malerisch und romantisch. Wir fahren mit dem Boot durch Petite France, auf Deutsch Kleines Frankreich. Dazu später mehr. Die Boote fahren bis zum Parlamentsviertel. Und hier geht unsere Tour weiter. Wie sieht die Arbeit von EU-Abgeordneten aus? Und was macht das EU-Parlament überhaupt? Antworten auf all deine Fragen bekommst du bei einer kostenlosen Führung hier. Es ist ein interessanter Besuch, wenn du ein wenig Politik interessiert bist. Dann sind wir auch schon wieder zurück in der Stadt. Am ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt in allen Museen frei. Das Elsässische Museum wirkt von außen recht klein, doch drinnen ist es überraschend groß. Auf 3 Etagen erfährst du alles über das traditionelle Leben in Ostfrankreich. Petite France. Vorhin mit dem Boot, jetzt sind wir zu Fuß unterwegs. Das schönste Viertel von Straßburg ist La Petite France. Hier gibt es malerische Fachwerkhäuser und viele verwinkelte Gassen. Hier im Viertel gibt es eine große Auswahl für ein leckeres Abendessen. Bei uns gibt es Spätzle und dazu Cidre. Na dann, bon appétit! Am Abend hast du von der Barrage Vauban einen faszinierenden Blick auf die Ille und ihre Brücken. So, jetzt aber raus aus der Stadt und ab ins Grüne. Der Park L'Orangerie ist mit den vielen bunten Blumen und den Störchen, die in den Bäumen nisten, super schön. Au revoir de Straßburg. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, abonniere uns auf YouTube und like uns auf Facebook.